Hi, meine Lieben, Nico wieder am Start mit The Little Nightmare und mit einer Überraschung. Es geht weiter. Und zwar habe ich mir das eben gerade gekauft. Oh, das zeige ich euch mal. Da wollten sie uns halt fressen. Hier wollten sie uns haken. Den kennen wir ja. Unser Carsten. Hier. Ich freue mich so. Und wir starten das auch sofort. Ich habe ein Kapitel. Ich habe das doch beendet. Viel lustig. Nein. Trotzdem werden wir spielen und rocken. Und ja, ich freue mich so. Ich hoffe, die Musik ist laut genug. Jetzt muss ich noch ein Stück Tick lauter stellen. Also, wie man sieht, sie erweitern das immer mehr. Oh. Ich weiß noch nicht, wo ich denn hin. Beschluss! Oh, das war nur ein Traum. Oh mein Gott, ich dachte, jetzt wäre ich tot. Hey, bin ich nicht der kleine Junge, der mir der kleine Little was zu essen gegeben hat? Habe ich eine Fußfessel? Schaut mal, ich habe eine Fußfessel. Ja, funktioniert alles. Ich habe gar nichts. Ich habe auch noch eine spannende Taschenlampe. Oh. Sind denn alle? Okay, ich kann da nicht lang. Dann gehen wir um die andere Seite lang. So, da bin ich wieder. Hab die Musik jetzt auch mal einen Tick lauter gestellt, damit ich mal was höre. Oh, da rennt einer. Nein. Das hat sie nicht gekriegt. Oh. Hat das sie nicht gekriegt? Mein Herz. Och, die Arme. Und die zappelt da sogar noch. Die ist sowas von tot. Ja, ganz leise langlaufen. Wann schleich nochmal? Ja, das war rein. Das war springen. Ah. Okay. So was schlittern. Alles erstmal rauskriegen hier. Okay. Sehen wir. Dude. Ich sehe aber auch echt gar nichts. Aber ich sehe, dass ich runter kann. Na gut. Arschbombe. Oh! Ist da unten was? Ach. Meine Lieblinge. Bloß weg hier. Das ist nur das blöde Auge. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, wo ich hin muss. Da ich nicht gleich oben durch die Tür donnern will, gehe ich erstmal kurz hier. Los, wach auf. Bin ich doof, warum laufe ich nicht da hinten lang? Gut.
überhaupt nicht nervtötend, das Geräusch. Alles klar. Da rannte ein Mädel. Da rannte eine Schnecke. Kann aber auch gar nicht da reingucken. Ah, das Kinderzimmer, das können wir darüber. Ich sehe nichts. Muss ich mit denen den Weg zurücklaufen? Okay. Warte, Geflex auf mich, Kleines. Ich will auch befreit werden. Die ist aber flink. Flink zu Fuß, die Kleine. Jetzt. So, auch mit dir. Was ist da drin? Geht nicht an. Ups. Okay. Das ist da hinten. Wie kennt das das Ding noch mit den Schuhen, ne? Nicht so lange in irgendwelchen Sachen drin sein. Das ist meist nicht gut. Wie komme ich denn da hoch? Oh Leute. Ich habe ein schlimmes. Ich darf das auf das schieben. Raus. Ich war trotzdem brachten wir nicht. Reicht mir schon. Ich traue diesen Braten echt nicht. Kein Millimeter. Ah. Oh.
Aber so viel Blut. Boah, das meine ich gar nicht. Jetzt muss ich mal kurz echt schreien. Ich hasse diese Blutegel. Ja, danke schön. Schnell da hoch. Boah. Wer mag doch keine Blutigel? So viel Wasser. Das ist doch mal nie was Gutes, Leute. Wo halte ich mich denn? Da drüben wäre der einzige Zweier, wo ich mich festhalten könnte. Ist das kleine Mädchen hier? Ein Pümpel? Ja, ich will nicht. Und wann passiert da was im Wasser? Was damit? Keine Pilze, die ich retten hier kann. Wichtiger. Ja, nochmal Wasser. Ich werde noch irre. So viel Wasser. Ah, ja, klar. Irgendwo, wo ich mich festhalten kann. Auch das war klar. Oh. Wohin, 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 wohin? Ah, ich weiß nicht, wohin. Da ist die Ende. Wetter ist Gant. Ich bin schon wieder tot. Ich sag, er steht drauf. Also nochmal. Ja. Braves. Braver Junge. Ich nehme nochmal an, das ist ein Junge. Also irgendwas, was tief im Wasser lebt. Jetzt bin ich klitschnass und hungrig. Wow, ist das eine Schnotterpumpe. Oh, ich ahn Schlimmes. Bitte sag mir nicht, ich muss da runter. Scheint es nicht so
tief zu sein, aber ich versuche nach um dem Wasser zu kommen.